So, hallo, ich begrüße euch zur zweiten Folge Cult of the Lamp. Da unten haben wir ein Ausrufezeichen. Das gucken wir uns mal kurz an. Oh, kriege ich da irgendwas? Teufelspacht, nee, das ist einfach nur. Sind einfach nur Achievements, ne? Man kriegt nichts dafür. Okay. Gut, gut, gut. Dann gehen wir direkt wieder. Ja, stimmt, das war ja gar nicht in meinem richtigen Spielstand. Das war noch hier draußen. Ja, wir gehen wieder rein. Und letztes Mal haben wir den ersten Kreuzzug hinter uns gebracht. Haben einen neuen Anhänger bekommen, den wir jetzt erstmal gleich indoktrinieren müssen. Und dann werden wir Stück für Stück weitersehen, was das Spiel alles zu bieten hat. Alle Informationen habe ich in die Beschreibung geschrieben. Es ist nicht blind in dem Sinne. Ich habe es in einem Stream gesehen. Wenn ihr ein Anhänger werden wollt, schreibt das bitte in die Kommentare rein. Bedenkt aber, dass Anhänger auch sterben können. Also seid euch dessen gewiss, dass das haben wir jetzt mal schon gelesen, ne? Das haben wir schon gelesen. Ja, seid euch aber bitte gewiss, dass das Ganze dann eben, ne, dass ihr auch dann sterben könnt, theoretisch, ne? Also das ist dann nichts. Ist dann halt so. Gut. Ansonsten, was habe ich noch reingeschrieben in die Beschreibung? Ich weiß es gar nicht. LP ist ungeschnitten. Ich glaube, das schreibe ich auch immer rein. So, wir indoktrinieren erstmal. Amdusias, ich verschone dich. Aber wir lassen alles, wie es ist. Amdusias hat jetzt folgende Fähigkeiten. Er ist kränklich. Die Heilung verläuft um 15% langsamer, wenn ein Kranker sich in Bettruhe befindet. Und erhalte Glauben beim Bau besserer Unterkünfte. Ja, wir wissen noch gar nicht, was Glauben ist. Das steht da jetzt einfach so. Na, ganz weiß man noch gar nicht, was das überhaupt ist. Aktuell gibt es ja hier nur Hunger. Aber das wird sich im Laufe dieses Parts, denke ich, ändern. So, er baut jetzt mal Stein ab, weil der andere baut ja schon Holz ab. Dann haben wir da schön einen Ausgleich. Anhänger werden entweder arbeiten oder dich anbeten. Betende Anhänger erzeugen Hingabe, die du sammeln kannst. Aber um Hingabe zu sammeln, benötigst du einen Schrein. Ja, und den müssen wir jetzt bauen. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir für einen Schrein brauchen. Ja, jetzt sind wir hier nämlich bei Glaube. Da ist der Schrein. Ein Ort, an dem deine Anhänger beten können. Der Schrein speichert die Hingabe, die sie erschaffen. Kann nur einmal gebaut werden. Guck mal, 30 Münzen, 64 haben wir. Sehr gut, rein da. Und den kann man auch, glaube ich, nur. Ja, da habe ich gar keine Wahl. Den kann ich nur hierhin platzieren. Let's go. Zack, da ist er. Gepriesen seist du, deine Anhänger können dich jetzt anbeten. Hier haben wir einen neuen Anhänger. Beauftrage ihn damit, ihn am dich am Schrein anzubeten. Sammle dann die Hingabe, die deine Anhänger am Schrein erzeugen, um eine göttliche Inspiration freizuschalten. Zack. Kommt noch einer dazu. Ich übernehme den auch so, wie er ist. Jarno Jul. Ich weiß, ob man die nachträglich noch ändern kann. Ich bin mir nicht sicher, aber ich übernehme es jetzt erstmal so, wie es ist. Na und hier, ich will es nur kurz zeigen, das ist dieses Anhängerform-Ding, wo man eben neue Anhängerformen freischalten kann. Aber das bringt spieltechnisch nichts. Und ich will eher so spielen, dass wir vorankommen. Na? Deswegen werden wir erstmal keine Anhängerformen sammeln. Oh, guck mal, der ist gut. Der hat nur zwei positive Eigenschaften. Es wird um 15% leichter, die Stufe zu erhöhen. Sehr schön. Und Heilung verläuft um 15% schneller. Beim anderen war es langsamer. Sehr gut. So, und ihn schicken wir jetzt zum Beten. Dafür müssten wir jetzt hier oben eine neue Option haben. Ja, da, anbeten. Sammle Hingabe an deinem Schrein. Sobald du genug gesammelt hast, wirst du göttliche Inspiration freischalten. Je mehr Anhänger an deinem Schrein beten, desto schneller füllen sie ihn auf. Wenn der Schrein voll ist, hören sie auf zu beten, bis du ihn leerst. Sobald du die göttliche Inspiration eingesammelt hast, kannst du beim Schrein neue Gebäude für deinen Kult freischalten. Ja, und das ist ganz, ganz wichtig. So, er betet jetzt hier und jetzt seht ihr, hier füllt sich das Ding. Na? Und jetzt kann ich hier mal gucken. Aktuell benötigt eine göttliche Inspiration. Das ist sozusagen ein Level. Und hier seht ihr, Stück für Stück kann man dann eben Sachen freischalten. Gefängnis,
Opferstatue, Leichengrube, Schlafsäcke. Was es damit alles auf sich hat, sehen wir dann im Laufe der Zeit. So, na, und dann braucht man eben verschiedene Sachen, um das alles zu bauen. Hier brauchen wir zum Beispiel Rang 2, einmal göttliche Inspiration. Brauchen wir Rang 2, einmal göttliche Inspiration und so weiter und so fort. Okay. Gut, jetzt folgendes. Kann ich die schon einsammeln? Ja. Zack. Da haben wir schon einmal göttliche Inspiration freigeschaltet und können jetzt hier reingehen. Und jetzt können wir eben einmal diesen Tempel freischalten. Bam. So. Und den können wir auch hoffentlich gleich bauen. Wir gucken mal, was wir brauchen für den Tempel. 15 Stein. 5 Stein. Wir haben keine 5 Stein. Oha. Da ist irgendwas schiefgelaufen. Okay. Gut, er holt ja Stein. Ne, er holt Holz, er holt Stein, ne? Aber ich kann sonst selber auch noch ein bisschen Stein abbauen. Hatte ich nicht? Ich glaube, Stein hatte ich tatsächlich dann nicht so viel mitgenommen letztes Mal, ne? Ne, Stein haben wir noch nicht so viel. Müssen wir selber abbauen. Okay, machen wir. Ah, das war Holz. Dann haben wir 4 Stein. Ist hier was drin? Ah, guck mal, hier war was drin. Hier war auch nochmal Sachen drin. Die Anhänger, die legen hier nämlich Sachen rein, wenn sie was für mich haben. Sehr gut. Jetzt können wir den Tempel bauen. Let's go. So, die Frage ist, wohin? Das sollte relativ zentral sein. Oh, wir können ihn hier einfach in die Mitte packen. Na, fast Mitte. Ja, packen wir ihn doch mal hier hin. Schön auf den Weg. So, dann kommt mal alle her. Kann ich jetzt eigentlich schon... Guck mal, ich kann auch mit denen sprechen zwischendurch. Und dann kann man hier interagieren und arbeiten. Bei Arbeiten kann ich sie eben jetzt schicken. Na, entweder hier beten. Die können auch zum Bauen geschickt werden oder eben hier verschiedene Sachen abbauen. Und ich kann interagieren und ich kann auch einmal zum Essen schicken und zum Schlafen schicken. Mehr geht noch nicht. Aber gleich wird sich das ändern. Da ist unser Tempel. Der Tempel ist nämlich das Zentrum des Kults. Dort wirst du Predigten halten, um stärker zu werden. Und Rituale durchführen, um den zerbrechlichen Geist deiner Anhänger zu formen. Du bist dafür verantwortlich, den Glauben deines Kults zu erhalten. Wenn er zu weit sinkt, werden deine Anhänger sich von dir abkehren und schließlich fortgehen. Deine Anhänger sind bereit, deinen Worten zu lauschen. Zeig ihnen, dass du ihr großer Anführer bist. Halte eine Predigt in deinem Tempel. So, jetzt seht ihr, zum Hunger kommt das Symbol Glauben dazu. Also, wir können schon mal festhalten, hier werden so eine Art Erfahrungspunkte gesammelt für alles, was man hier bauen will. Ja? Für Gebäude, die man hier freischalten kann. Und im Tempel, da geht ganz viel anderes Zeug ab. Wir gehen einmal hier an unseren Altar und haben jetzt hier erstmal nur die Option Predigt. Halten wir mal eine Predigt und gucken, was passiert. 1, 2, 3 Anhänger sind da. Die Anhänger haben noch keinen hohen Level, aber das ist jetzt erstmal egal, denn für die erste Stufe ist natürlich das jetzt ausreichend gewesen. Kraft der Herde, durch den Glauben deiner Anhänger wirst du immer stärker. Predigten entziehen ihnen Kraft und erlauben dir neue Fähigkeiten, Waffen und Flüche freizuschalten. Anhänger mit einer höheren Loyalitätsstufe erzeugen mehr Hingabe, daher wirst du umso schneller neue Fähigkeiten erhalten, je mehr Anhänger du hast und je loyaler sie sind. Das heißt also, mit dem, was wir hier im Tempel machen, leveln wir jetzt nicht das Außen, die Gebäude, sondern unsere Kreuzzüge. Na, hier geht's los, Herzen der Gläubigen. Das ist auch das Einzige, was ich aktuell freischalten kann. Alles andere geht noch nicht.
Ja, hier benötigt Herzen der Gläubigen. Also das ist wie so ein Fähigkeitenbaum eben für das Adventure. Und das draußen ist eben so ein Fähigkeitenbaum für diese ganzen Farmgeschichte. Also Herzen der Gläubigen erhaltet dauerhaft ein halbes Herz mehr. Müssen wir uns natürlich erstmal holen. Zack. Und jetzt können wir beim nächsten Mal uns dann entscheiden, ob wir nach links oder nach rechts gehen möchten. Und, auch ganz wichtig, Predigt erhöht den Glauben. Und wir haben jetzt ja gesehen, wir müssen schauen, dass der Glaube bestehen bleibt. Ja, wir müssen also aufpassen, dass der Glaube nicht runtergeht, sonst hauen die wieder ab. Und wenn die abhauen, haben wir weniger zur Verfügung. Okay. Ich habe heute bereits eine Predigt gehalten. Ja, das kann man nur einmal am Tag machen. Du warst eine unglaubliche Offenbarung, ein geborener Anführer. Ich verstehe jetzt, warum du auserwählt wurdest. Wenn du deinen Kult anführen willst, musst du Doktrinen verkünden, damit er dir gehorcht. Kehre in die Länder des alten Glaubens zurück und suche nach Gebotssteinfragmenten. Mit diesen kannst du neue Doktrinen verkünden. Und es gibt noch mehr und mehr und mehr. Aktuell ist das hier alles. Wir können keine Predigt mehr halten. Das haben wir heute schon getan. So, jetzt muss ich mal gucken. Guck mal, er hat schon wieder einiges eingesammelt hier. Kann ich schon mal wieder sammeln. Zack, 6 von 13. Ein paar fehlen noch, dann können wir weitermachen. So, und er hat jetzt aber auch die Möglichkeit. Muss mal gucken, ob das geht. Haushund. Nee, okay, das ist es nicht. Ja, essenstechnisch, glaube ich, sieht es noch ganz okay aus. Bisher ist keiner hungrig, ne? Da oben Essen ist noch ganz weit oben. Ich kann aktuell noch nicht. Okay, was ich machen wollte, geht noch aktuell noch nicht. Das passt dann, das ist in Ordnung. Gut, wir können mal was Neues zu essen. Oder haben wir noch, haben die noch hier was zu essen? Ich glaube, die haben hier noch was zu essen. Die brauchen aktuell nichts, ne? Ja, und wir haben auch noch nichts anderes freigeschaltet. Wir können mal, machen wir mal, ja komm, wir machen mal zwei Fleischbrühen. Dann haben die hier Essen für den Fall, dass sie was brauchen. Dann dürfte das soweit in Ordnung sein. Er soll beten und hier schön, ne, hochleveln, das Ding. Die anderen sollen hier ein bisschen sammeln. Das ist, denke ich, erstmal in Ordnung. Wir gehen auf einen neuen Kreuzzug. Also, nächstes Level. Sozusagen jetzt Level 2. Von der ersten Welt. Räume werden platziert. Und jetzt seht ihr schon, jetzt kriegen wir kein Schwert am Anfang. Jetzt bekommen wir was anderes, nämlich eine Axt. Also das ist, wie gesagt, Zufall, was man bekommt. Und die Axt ist halt stärker als das Schwert, aber braucht länger, um sozusagen ausgelöst zu werden. So, wir sammeln hier weiter schön fleißig Fleisch. Das ist sehr gut. Und Gras. So, immer schön oben auf die Karte gucken. Da leckt es erstmal alles ein bisschen, weil der Kollege hier auftaucht, natürlich. Du willst also törichterweise stur bleiben, kleines Lamm. Ich höre deine Lügen und rieche deine Furcht. Die rote Krone erhebt sich erneut, aber was für einen unwürdigen Träger sie hat. Ja, und ihr seht schon hier, na, eine große Mission tut sich am Rand auf. Besiege, töte Leshy im Düsterholz. Das geht natürlich so schnell noch nicht. Da müssen wir erst ganz oft hier durchspielen, bis wir zum ersten Mal dann zu Leshy kommen. Ja, und sind aber hier erstmal ordentlich viele Gegner besorgt hat. Also sobald ich mein Schwert zurückbekomme, werde ich mein Schwert wiederholen. Okay, erstmal schön Münzen geholt. Ich zerstöre gerade die Leichen, aber das bringt leider noch nichts. Okay. Später bringt es dann was. Oh, und wir haben den Kartentypen. Aber ich glaube, den hätten wir sowieso bekommen jetzt, ne? Ja. Wir ziehen eine Karte und zwar Giftschaden bei getroffenen Gegnern oder ein blaues Herz. Wir nehmen den Giftschaden mit.
Aber kann ich jetzt hier eine neue Karte? Nee, ne? Irgendwie habe ich in Erinnerung, dass man hier zusätzlich eine Karte sich holen kann, aber vielleicht kann ich es noch nicht. Vielleicht ist das was, was man freischalten muss. Ah, wahrscheinlich ist das was, was man freischalten muss. Das kann gut sein. Ja, jetzt jedenfalls werdet ihr sehen. Ach so, okay, hier ist Ratau. Ich bin froh, dich gefunden zu haben. Ich habe gute Nachrichten. Jener, der wartet, ist zufrieden mit deinem Fortschritt und wünscht dir, eine Kronenfähigkeit zu gewähren. Seht ihr, wir haben jetzt da oben eine neue Fähigkeit bekommen. Neben der Axt haben wir jetzt so einen Feuerball zum Zielen gedrückt halten. Und jetzt können wir hier auch noch zusätzlich schießen. Das nennt sich Kronenfähigkeit, wie es gerade schon genannt wurde. Und ihr seht auch, normalerweise verbraucht das, dieses rote Ding, nämlich den Eifer. Und getötete Gegner hinterlassen jetzt Eifer. Sammle ihn ein, um deine Flüche aufzufüllen. Eifer ist der gerechte Zorn, den du durch das Niederstrecken von Ungläubigen erhältst und der wie Munition für deine Flüche wirkt. Getötete Gegner hinterlassen Eifer. Du lädst deine Flüche auf, wenn du ihn einsammelst. Genau. Also ihr seht es jetzt, wenn ich jetzt wieder schieße, jetzt geht es nicht mehr zurück. Aber jetzt kann ich die auch so killen. Aber dafür jetzt lädt sich es wieder auf und ich habe also 3 Schüsse zur Verfügung. Aktuell eben mit dieser Stufe 1 und dieser Schussfähigkeit. Auch hier gibt es natürlich ganz, ganz viele verschiedene andere Flüche, die man da bekommen kann. So. Und jetzt seht ihr, die werden grün, ne? Giftschaden. Mit jedem Schlag machen wir jetzt Giftschaden zusätzlich, was natürlich sehr gut ist. Ich kann auch mal den Schuss demonstrieren bei dem Pier. Okay, jetzt ist der Gegner nicht mehr da. Ich kann den Schuss gerade nicht mehr demonstrieren. So, wir holen uns hier schön Gras und Fleisch, wenn es irgendwo zu finden sein sollte. Ja, da war wieder Gras. Sehr gut. Noch haben wir das Gras nicht gebraucht, ne? Noch fühlt es sich alles sinnlos an, aber glaubt mir, nichts, was ich tue, ist sinnlos. So, jetzt schießen wir mal auf den Gegner. Hat gut funktioniert. Bam. Aber hat mir jetzt eher ein Herz gekostet, also aktuell ist es nicht so sinnvoll gewesen. Aber ich wurde gut getroffen in der Runde, na? Herzenstechnisch sieht es jetzt noch nicht so gut aus. Okay, ich hoffe, ich habe alles mitgenommen. Weiter geht's. Yes! Raum geschafft. Und jetzt haben wir hier eine Naturhalskette. Die Schönheit liegt im Auge des Trägers. Der Anhänger erhält Bonusressourcen. Das kann ich also, glaube ich, dann dem Anhänger geben. Wenn wir wieder zurück sind. Aber aktuell kann ich es natürlich nicht. Oder kann ich hier auf die Anhänger zugreifen? Ich glaube nicht, ne? Guck mal hier. Nee, ich kann es nur angucken. Aber das war es dann auch schon. Ah, hier sieht man jetzt, Flammenschuss heißt das Ding. Okay, Flammenschuss heißt das Ding. Und wir tragen das Vlies des Lamms. Guckt mal, hier seht ihr jetzt auch, Glaube geht runter, weil wir sind jetzt unterwegs, ne? Also da geht der Glaube immer so ein bisschen runter. Kann ich jetzt hier, wartet mal, kann ich das vielleicht doch hier machen? Hallo, ich würde gerne hier auf Anhänger klicken. Ah. Kann ich jetzt hier einem schon von denen... Wer ist denn der abbaut? Der ist der, der abbaut. Der baut Holz ab, ne? Der baut Stein ab. Kann ich dem jetzt? Nee, kann ich nicht. Standard, sortieren. Ach so, sortieren ist das. Ich kann sie hier nur angucken. Ich kann, glaube ich, nichts mit denen machen. Nee, okay, ich kann hier nichts auswählen. Ich dachte, ich kann vielleicht was auswählen. Ist in Ordnung. Und hier drüben sehe ich meine Quests, ne? Genau, da sehe ich, was ich alles machen muss. Und schon gemacht habe. Sehr gut. Also die Übersicht ist mir dann jetzt auch bewusst geworden.
Die hat Hübi nämlich, glaube ich, gar nicht so oft offen gehabt. Deswegen kannte ich die jetzt gar nicht. So, und jetzt haben wir die Auswahl. Wir haben hier einmal den, ich glaube, das ist der Shop. Wir kriegen hier Holz und wir kriegen hier einen neuen Anhänger. Jetzt muss man sich natürlich überlegen, was man haben möchte. Aber wir werden den Anhänger wählen. Dann haben wir hier einen Kampfraum und dann geht's zum Ende. Also ich denke, das ist der sinnvolle Weg. Ansonsten hier hätten wir sozusagen keinen Kampfraum, wenn wir diesen Holzweg hier wählen. Dann geht's direkt zum Ende. Aber wir werden einen neuen Anhänger uns holen. Ich glaube, das ist jetzt erstmal am wichtigsten. Schön viele Anhänger bekommen, damit wir schön schnell leveln. Der Wurm, er ist hungrig, er frisst, er ernährt sich von unserem Fleisch, aber das ist der Preis der Sicherheit. Dafür geben wir ihm gerne alles, was wir haben. Oh, ich habe nicht getroffen. Oh, fail. Aber soweit passt es hier. Nice. Sehr schön. Haben wir einen neuen Anhänger, der jetzt auf Indoktrination wartet. So, was kann ich hier alles noch kaputt machen? Kerze, Gras. Aber ich glaube, Herzen kann ich aus diesen Sachen leider nicht bekommen. Ah, ich glaube nicht. Aber alles, was wir bekommen, ist sinnvoll. Deswegen werde ich auch alles immer zerstören. Aber es war es nur jetzt Gras. Aber auch Gras, wie gesagt, ist sinnvoll. Gut. Ja, dann nächster Kampfraum. So. Und jetzt haben wir hier eine Statue, bei der können wir Hingabe uns holen. Und jetzt haben wir eine neue Inspiration freigeschaltet. Kann ich die hier schon nutzen? Nee, leider nicht, ne? Okay, kann ich nicht. Das muss ich dann dort machen. Das muss ich dann direkt im Hub machen. Okay, alles klar. Na, also hier bekommt man durch die Kreuzzüge auch so ein bisschen Erfahrungspunkte sozusagen für den Hub. Oh! Bei Eonen wimmelt es in diesen Ländern von Göttern und ihren Anhängern. Was geschah mit diesem Pantheon? Ach, es liegt in der Natur der Tiere, es zu vergessen und in jener der Götter vergessen zu werden. Vielleicht gingen sie fort, vielleicht schliefen sie ein, vielleicht verschlangen sie und wurden selbst verschlungen. Die wenigen Verbliebenen schlugen Wurzeln, spannten Netze und formten diese Welt für sich und die ihren. Einst gab es ein Land mit vielen Göttern, Hunderten. Jetzt ist er weg. Und wir sehen hier, gibt es ein Geburtsteinfragment. Ich weiß nicht, ob wir alle jetzt bekommen oder ob ich nur eins wählen kann. Es ist eigentlich egal, welches ich wähle, weil man braucht halt immer drei Stück. Ah, man kriegt jetzt ein komplett. Okay, okay. Man bekommt jetzt einmal eine komplette Steinstatue. Alles klar. Geburtsstein. Und jetzt merkt ihr, was ich gemeint habe, als ich sagte, das Spiel ist sehr komplex. Wenn ich das alles nicht wüsste, ich wäre jetzt so komplett überfordert. Ich wäre so, oh mein Gott, Glaube, Hingabe, Essen, die sind hungrig. Was muss ich denn alles tun? Zum Glück weiß ich das halt so schon jetzt ein bisschen. Und ich glaube, dadurch ist es etwas entspannter für mich. Du hast genug Fragmente gefunden, um einen Geburtsstein zusammenzusetzen. Geburtsteine werden verwendet, um neue Doktrinen zu verkünden, die dein Kult befolgen muss. Verwende den Altar deines Tempels, um eine neue Doktrin zu verkünden. Ja, mehr erfahren wir jetzt noch nicht, was diese Doktrin ist. Aber das werden wir dann, sobald wir zurückgekehrt sind, herausfinden. Und die, die das Spiel schon kennen, wissen es natürlich. So. Aber erstmal müssen wir hier alles. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man jetzt Game Over geht. Ob man dann die Sachen mitnimmt, die man jetzt mitgenommen hat. Also ob man dann die Sachen behält, die man mitgenommen hat. Oh boy. Mein blaues Herz macht gleich den Abflug. Was nicht so gut ist.
Aber noch passt alles. Oh, der schießt. Pass auf, da schießen wir auch. Oh, es hat nicht mal gereicht. Okay, mach dich weg. Solche Türme sind gefährlich. Da habe ich immer Angst vor. So. Okay, wir haben zwei Wege. Man sieht leider nicht, welcher am Ende weiterführt und welcher eine Sackgasse ist. Aber wir werden einfach mal gucken. Nice. Da haben wir wieder die Karte. Sehr gut. Jetzt würde ich auf jeden Fall was mit Energie nehmen. Reduziert sich die Lebensenergie auf ein halbes Herz, wird allen Gegnern 2 Schaden zugefügt. 10% Chance beim Toten eines Gegners. Okay, let's go. Let's go. Let's go. Die Chance von einem Gegner Herzen zu bekommen bei 10%, das kann sich doch sehen lassen. Doch, mehr ist hier nicht. Okay. Gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gute Karte. Dann schauen wir mal, ob wir Glück haben. Nein. Aber 10% sind halt auch nur 10%. Ne? Das ist natürlich nicht so viel. So. Okay. Da haben wir es geschafft. Oh, und jetzt hier bekommen wir den höheren Flammenschuss. Das ist natürlich klar, ne? Den nehmen wir. Wir haben ja bisher Flammenschuss 1 gehabt. Warum sollte man jetzt nicht Flammenschuss 2 mitnehmen? Na, der ist natürlich einfach stärker. So. Und ich glaube, der durchdringt jetzt auch, wenn ich es richtig gelesen habe. Okay. Letzte Stufe. Wie weit sind wir im Part? Ich muss mal ganz kurz nachgucken, wo meine Zeit ist. Ah, 26 Minuten. Ich hatte die Zeit nicht eingeblendet. Gut, sehr schön. Let's go. Ist die Maus eigentlich? Ich glaube, jetzt ist sie wieder aus dem Bild draußen, ne? Ja. Oh, wir kriegen wieder Hingabe. 7 Stück. Jetzt brauchen wir aber schon 29 für das nächste Level. Ja, wir haben ja noch nicht mal die aktuelle göttliche Inspiration genutzt. Oh, kann ich das auch kaputt machen? Wusste ich gar nicht. Ach, lol, da hätte ich Stein... Oh, ich habe 2 Steine verpasst. Ja, okay. Ah, das geht wieder. Das setzt sie wieder zusammen. Auch interessant. Wenn ich es jetzt nochmal kaputt mache, kriege ich dann nochmal Stein? Nein, okay. Aber einmal kriege ich hier Stein raus. Gut zu wissen. Machen wir ab jetzt. So, mit Glück kriege ich jetzt ein Herz. Schade. Mit Glück kriege ich jetzt... Nein, ich werde eins kriegen, ganz abgezogen. Das ist die falsche Reihenfolge. Na... Ja, die Bären sind cool und alles. Aber ich brauche halt dringend Energie. Ich brauche dringend Energie. Nein, da springt immer in mich rein. Scheiße. Okay, ich muss mehr ausweichen. Oh, geil! Oh, in der Truhe war ein rotes Herz. Sehr, sehr wichtig. So, jetzt haben wir wieder 2 Wege. Einer davon geht hoffentlich zum Dings. Und ich möchte mal kurz auf die Anzeige oben rechts hinweisen. Da seht ihr jetzt eine Tagesanzeige, ne? Während wir hier spielen, vergeht tatsächlich auch die Zeit. Also es wird immer Tag und Abend und so weiter. Und ihr seht jetzt, durch dass die Zeit vergeht und wir uns hier aufhalten, ohne dass wir dort sind und unsere Anhänger halt, ne, in ihrem Glauben bestärken können, sinkt der Glaube leider sehr, sehr stark. Wir müssen jetzt wirklich gucken, dass wir da jetzt langsam wieder zurückkommen. Also man darf sich auch nicht zu lange aufhalten. Flüche verbrauchen 25 Minuten Eifer, 10% keinen Schaden zu erleiden. Das ist wichtiger, das ist wichtiger. So, also vielleicht sollte ich jetzt dann doch so langsam ein bisschen schneller spielen. Dass wir ganz schnell wieder eine Predigt halten können und damit den Glauben wieder erhöhen. Sonst hauen die irgendwann ab. Wenn denen nämlich der Glaube zu sehr sinkt, dann fangen die... Ja, wo ist ich? Ich verrate es mal noch nicht. Ich verrate mal noch nicht, was sie dann tun. Ich
will ja nicht spoilern. Das ist mir ganz wichtig. Ich will an sich nicht spoilern. Oh, was haben wir jetzt hier? Flammenschuss 3. Sehr gut. Let's go. Dann können wir den hier wieder verwerten. Sehr schön. Aber ich glaube, wir haben es jetzt auch gleich durch. Wir sind jetzt auch gleich beim Boss, ne? Ja. Okay, ich hoffe, wir kriegen ihn mit zwei Herzen hin. Ich weiß es nicht. Wir gucken mal, was unser... Oh, boy. Da waren es nur noch eineinhalb. Wir gucken mal, was unser Schuss kann. Oh, boy. Ja. Das war's mit unserem Schuss. Oh, Bruder. Aber wir machen ganz gut Damage. Er leider aber auch. Oh je. Da liegt ein bisschen Eifer rum. Nein, ich darf ihn. Oh, ich bin zu... Oh, jetzt wird er auch noch schneller. Nice. Oh, da fehlt nicht mehr viel. Da fehlt nicht mehr viel. Und das Gift macht den Rest. Oh, komm schon. Oh, yes. Das war sauknapp. Alter, ich bin schon wieder angespannt hier. Sehr, sehr schön. Konvertieren. Abflug. Ab mit dir. Und wir können uns wieder aussuchen. Goldklumpen 28. Holz 14. Stein 7. Wir nehmen Goldklumpen. Und auch jetzt wieder ganz wichtig, habt ihr gerade gesehen, nach jeder Stufe bekommt man eine dieser Tafeln, die wir ja gerade sowieso eine komplette bekommen haben. Also ein Stück. Na? Und jetzt haben wir Stufe 2 geschafft. Sehr, sehr schön. Hätte ich nicht gedacht, gerade jetzt der letzte Kampf kam mir vor, dass ich den versaue. Aber haben wir gerade so geschafft. War aber knapp, muss ich zugeben. Na? War knapp, aber sehr gute Ausbeute. Sehr gute Ausbeute. Oh, und wir landen bei dem, der wartet. Sehr gut, mein Gefäß. Wie es scheint, habe ich gut daran getan, dich vor dem Tod zu bewahren. Ich werde jeden einzelnen deiner Schritte beobachten. Enttäusche mich nicht. Ja, ja. Schon recht. So. Jetzt als allererstes Predigt halten. Und guck mal, na, wie viel wir jetzt bekommen haben. Da geht's richtig ab. Aber bevor wir eine Predigt halten, holen wir natürlich erstmal alle Anhänger zurück. Was heißt zurück, sondern wir aktivieren sie hier. 50% leichter Stufe erhöhen. Heilung wird immer langsamer. Okay. Marscht rein da. So. Du kannst einmal beten gehen. Und da ist der Nächste. Der Boss von gerade. Ja, ich kümmere mich gleich darum. Krankheit. Unhygienische Zustände in deinem Kult haben zur Folge, dass Anhänger krank werden. Verordne einem kranken Anhänger Bettruhe, sonst könnte er sterben. Wenn er das Bett hütet, wird er sich langsam erholen. Kot, Erbrochenes und Leichen verursachen Krankheiten, die sich schnell in deinem Kult ausbreiten. Auch das müssen wir wegräumen. Tatsächlich. Die Beseitigung von Unrat und das Vergraben von Leichen verhindern die Ausbreitung von Krankheiten. Und ihr hört schon, ne? Wenn Anhänger sterben, hinterlassen sie Leichen. So, aber ich will jetzt erstmal hier indoktrinieren. Oh, der hat jetzt drei Fähigkeiten sogar. Verliere mit der Rekrutierung dieses Anhängers sofort 10 Glauben. Oha. Wir müssen ganz schnell beten. Okay. Okay. Ah, der hat ganz schön krasses Zeug. Okay, wir gehen ganz schnell eine Predigt halten. Und er kann jetzt erstmal auch hier anbeten gehen. So, wir gehen einmal eine Predigt halten. Und dann kann ich euch noch zeigen, was die Tafel bedeutet. Denn wir haben jetzt hier Krone und Predigt. Wir machen erstmal Predigt, dass der Glaube steigt. Ja.
und sehen schon, wir bekommen ein weiteres Level up. Jetzt haben wir hier Fluch der Horde. Ach, ich merke gerade, warum ich... Ich wundere mich die ganze Zeit, warum ich X drücke und X ist das andere. Aber es passt. Auf deinen Kreuzzügen tauchen 3 neue Flüche auf. Okay. Das andere... Tückische Waffen. Tückische Waffen haben eine Chance, angegriffene Gegner zu vergiften. Da hatten wir gerade den Effekt mit dem Vergiften, aber es kann auch eben... Dann können auch Waffen gefunden werden. Ich würde erstmal tatsächlich da drauf gehen. So, und jetzt haben wir 2 Sachen freigeschaltet und kriegen damit die komplett nächste Stufe. Seht ihr hier? Zack. Na, jetzt geht das hier auf. So, als nächstes brauchen wir 10 weitere solche Dinger. Und Glaube ist ein bisschen gestiegen. So, und jetzt haben wir hier Krone. Und Krone sind jetzt Optionen. Ich habe hier einmal da oben die Doktrin verkünden. Das kann ich mit jedem Gebotstein, den ich zusammenbekomme. Dann gibt es hier noch Sachen, die man sammeln kann. Das wissen wir noch nicht, was das ist. Und hier gibt es auch noch Sachen, die man sammeln kann. Auch das wissen wir noch nicht, was das ist. Aber wir können eine Doktrin verkünden. So. Und als erstes gibt es jetzt nur diese Doktrin. Auch da haben wir später dann Auswahlmöglichkeiten. Freischaltung, ein Ritual. Tanze um die Flamme, um den Glauben des Kults zu erhöhen. Wir verkünden einmal die Doktrin. Und haben jetzt ein Ritual freigeschaltet. Und jetzt seht ihr, um so ein Ritual auszuführen, also erstmal der Effekt von diesem Ritual ist, Glaube steigt um 30. Und die Kosten sind 25 Knochen, 10 Holz. Knochen habe ich leider noch keine jetzt bekommen. Knochen bekommt man, wenn man Gegner tötet, ab jetzt. Deswegen habe ich die ganze Zeit die Gegner, die Leichen von den Gegnern diese Skelette noch angegriffen. Aber leider hat das noch keine Knochen gegeben. Ab jetzt müsste ich Knochen dafür bekommen. Aber können wir jetzt eben noch nicht durchführen, Rituale. So. Na, aber ich könnte jetzt hier praktisch auswählen, Rituale. Und hier fehlen leider die Knochen jetzt dafür. Okay, mehr geht aktuell nicht. Und das wird er mir jetzt erklären. Indem du Predigten hältst, Rituale vollziehst und dich um die Bedürfnisse deiner Anhänger kümmerst, stärkst du ihren Glauben. Du benötigst die Knochen deiner Gegner, um ein solches Ritual durchzuführen. Genau. Ja, das müssen wir jetzt als nächstes tun, aber natürlich nicht mehr in diesem Part. Genau, führe Rituale durch, sie erhöhen für gewöhnlich den Glauben oder helfen dir, Probleme im Kult zu lösen. Rituale werden mit Hilfe der Knochen unserer gefallenen Gegner durchgeführt. Also ganz, ganz wichtig eben, unbedingt die Knochen zerstören. Und jetzt müssen wir hier erstmal hier sauber machen. Seht ihr, jetzt haben die hier nämlich unschöne Dinge hinterlassen. Wir bekommen dadurch Dünger und gleichzeitig steigt die Zufriedenheit. Und je öfter man das macht, umso schneller geht's. So, haben wir noch irgendwo Code rumliegen? Das ist kein Code. Liegt doch irgendwo Code rum? Nein, ich glaube, wir sind wieder sauber, ne? Ach, hier, guck mal, hier ist noch ein Code. So. Hier habe ich leider nichts bekommen. Okay. Glaube ist noch nicht so optimal, muss ich gestehen. Ich muss jetzt mal gucken. Guck mal, hier können wir jetzt dafür die göttliche Inspiration erstmal einsetzen. Wir werden als erstes mal Schlafsäcke bauen, damit ich die schlafen schicken kann und die nicht auf dem Boden schlafen müssen. Das ist relativ relevant. Und das hier brauchen wir aber auch. Aber wir kriegen ja gleich nochmal eine göttliche Inspiration. Also das müsste beides möglich sein. So, erstmal Schlafsack. Zack. Leichengruppe brauchen wir noch keine. Und eine Ackerparzelle. Achso, ich muss das mal sammeln. Ja, ich muss das mal sammeln. Zack. Neue göttliche Inspiration. Und jetzt können wir hier die Ackerparzelle holen. Wenn wir Samen haben, können wir dann hier nämlich selber sozusagen Sachen anbauen. Was auch sehr wichtig ist. Okay.
So, jetzt können wir hier mal gucken. Manchmal haben die nämlich auch Missionen für uns. Und jetzt kann ich ja auch denen ein Geschenk. Stimmt, ich kann ihnen ja ein Geschenk geben. So. Ja, die beten fleißig. Die, die abbauen. Genau, ihm wollte ich was. Ah, guck mal, er hat auch hier eine Quest. Habe ich... Ah, ich habe die Quest abgeschlossen. Ich habe sauber gemacht, richtig? Geil. Genau. Und das gibt jetzt dann auch nochmal was, nämlich Glaube. So, und dir wollte ich ein Geschenk geben, dass du mir mehr Holz baust, abbaust. Interagieren. Geschenk. Die Kette. Das erhöht auch seine Loyalität. Okay. Sehr gut. So. Dann gucken wir mal kurz rum. Ob noch ein anderer Anhänger gerade eine Quest hat oder sowas. Sieht aber okay aus, ne? Hier, er baut ab. Gut. Wir können jetzt einmal bei Glaube nichts Neues bauen, aber bei Anhänger, ne? Genau, hier nämlich. 5 Holz brauchen wir hier und 10 Münzen. Wir können also ganz viele Schlafsäcke bauen. Kochfeuer haben wir schon. Irgendwo habe ich doch... Genau, da ist die Ackerparzelle. Und hierfür brauche ich jetzt eben Gras. Das ist jetzt also sozusagen so, ne? Wie sich so eine kleine Farm aufzubauen. Hier kann ich jetzt einfach an irgendeiner Stelle eben dann so einen Acker bauen. Und dieser Acker wird dann sozusagen eben... Ja, da kann ich dann Samen einpflanzen und dann wachsen da Samen. Und das ist dann ganz gut. Machen wir mal hier und hier und hier und hier und hier und hier und hier. Wir machen mal so ein kleines Feld. Das wollte ich nicht. Den kann ich... Der kann bitte weg. Ah, shit. Geht der hier wieder weg? Ach, scheiß drauf. Jetzt müssen die alle einzeln. Also den müssen wir dann mal wieder abreißen. Ich weiß nicht, wie es geht, aber kriegen wir noch hin. Lernen wir bestimmt noch. Der ist nicht ganz so, wie er sollte. Also das ist mir wurscht. So, habe ich denn schon Samen, die ich einpflanzen kann? Ja, guck mal, ich habe nämlich 6 Bärenstrauchsamen. Dann gehen die da schon mal rein. Ich wollte nicht mit dir reden. Der Kult braucht einen Namen. Ja, Kult des Lamms passt schon. Ach so, kann ich umbenennen. Okay, dann ist es Kult des Konnen. So. Das hat einen schönen Klang, finde ich auch. So, ich wollte aber hier noch einen Samen. Bärenstrauch pflanzen. Zack. 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 Zack, jetzt muss ich auch noch gießen, ne? Ja, hier wässern. Dass die auch schön wachsen. So, jawollo. Wunderbar. Dann haben wir aber jetzt bisher... Ah, guck mal, ich kann auch Dinge hinzufügen. Ach ja, eben. Ja, sozusagen der Code, den wir gefunden haben, der kann das ja auch noch zum Wachsen beschleunigen. So, wir wollten Betten bauen. Wir haben aktuell... Guck mal, ich kann die schon wieder sammeln. Sehr, sehr schön. Wir haben aktuell 5 Anhänger, richtig? Genau, also brauchen wir 5 Betten. Müsste ich alle bauen können. Ja, gerade so, gerade so. Okay, let's go. Gebäude bearbeiten. Ah, hier kann ich es jetzt hier wegmachen, entfernen. Ah, sehr gut, dann machen wir das ja auch noch weg. Das braucht kein Mensch. Okay. So, aber jetzt können wir hier Betten bauen. Und die Betten, würde ich mal sagen, bauen wir hier oben mit hin. Ich denke, hier so in der Reihe passt das ganz gut. 1, 2, 3, 4, 5. Sehr schön. Und das seht ihr jetzt auch, ne? Gebäude bauen gibt auch wieder Glaube. Also,
Wir sind hier sehr zufrieden. Und jetzt seht ihr, es wird Nacht. Passend. Und sie gehen alle schön schlafen. Du auch? Ja, du auch. Na gut. Na, und jetzt können sie hier schlafen. Wunderbar. Gut. Dann denke ich, auch an der Stelle geht der Part auch schlafen. Wir haben ganz viele neue Dinge gesehen. Aber ihr kennt immer noch nicht alles, was das Spiel zu bieten hat. Glaubt's mir. Aber ihr kennt jetzt schon eine ganze Menge, ne? Wir haben jetzt einmal, ich gehe kurz auf Pause, dass die Zeit nicht weiterläuft. Wir haben jetzt einmal, ihr habt jetzt gelernt, wie man hier den Außenbereich sozusagen leveln kann, wie man neue Gebäude bekommt. Das ist sozusagen hier diese Hingabe, mit der gelevelt wird. Und die Hingabe, mit der im Tempel gelevelt wird, das ist dann die Verbesserung von Kreuzzügen. Neue Waffen, neue Flüche und so weiter und so fort. Ja, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Wie gesagt, das Spiel wird noch, es wird immer noch größer. Es ist wirklich so. Ich hoffe, es gefällt euch. Und ja, bis zum nächsten Part. Tschüss.